Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video möchte ich euch drei Fehler nennen, die man bei der Pflege vom Rasen im Frühjahr machen kann. Meiner Ansicht nach sind das folgende Themen. Da geht es einmal um das Mähen, dann um das Düngen und letztendlich dann ums Vertikutieren. Das sind auch so viele Themen, die euch gerade interessieren. Ich bekomme sehr viele Kommentare und Nachrichten von euch dazu und deshalb möchte ich einfach jetzt mal loslegen und werde euch schon mal sagen, worum es geht. Fangen wir mal an mit dem Thema Rasenmähen. Hier könnt ihr jetzt mal meinen Rasen aus etwas näherer Sicht anschauen. Der kommt jetzt gerade aus dem Winter raus und es ist so, dass wir nachts tatsächlich noch Minustemperaturen haben und der Boden gefroren ist. Nur weil der Rasen jetzt grün ist und hier kein Frost drauf ist oder Reif drauf ist, wie man es nennt, heißt es aber noch lange nicht, dass der Boden aufgetaut ist. Wenn ich allein hier mit der Hand schon mal reindrücke, merke ich, dass der Boden knüppelhart ist. Er ist noch gefroren. Und warum sollte ich den Rasen jetzt abmähen? Was bringt mir das? Ich weiß, dass in einigen Videos mit Sicherheit auch empfohlen wird, den Rasen zu mähen. Ich persönlich sehe das aber anders. Sicherlich kann man hier drüber diskutieren. Aber ich möchte euch einfach mal meine Sichtweise einmal erklären, warum ich den Rasen jetzt aktuell noch nicht mähe, denn momentan findet einfach noch kein Wachstum statt. Wir haben eine Bodentemperatur, die also mit Sicherheit 0 Grad oder tiefer ist. Und damit der Rasen überhaupt wächst, muss der Boden eine Temperatur von ab 5 Grad, so zwischen 5 und 8 Grad eigentlich haben, dass der Rasen wirklich in der Wachstumsphase ist und auch anfängt zu wachsen. Die ideale Phase ist übrigens so 15 bis 23 Grad, da wächst der Rasen dann tatsächlich am besten. Das wäre auch zum Beispiel eine gute Temperatur, eine gute Bodentemperatur, um Rasen jetzt auszusehen, weil auch der Rasensamen bei so einer Bodentemperatur dann gut anfängt zu keimen. Jetzt haben wir, wie gesagt, um die 0 Grad. Der Rasen wächst nicht, wenn ich ihn mähe. Bringt es im Prinzip nicht viel. Ich bin eher dafür, dass man den Rasen jetzt aktuell sich ein bisschen selbst überlässt, dass er erstmal für einige Wochen jetzt aus dem Winter rauskommt, sich erholen kann. Und bevor ich ihn jetzt mähe und hier drauf rumlaufe und dafür sorge, dass ich ihn eigentlich nur platt drücke, würde ich ihn jetzt eher ein bisschen schonen. Denn wenn der Boden gefroren ist oder auch die Rashalme noch gefroren sind und ich trete drauf, dann können die auch abbrechen. Und andersherum ist es auch so, dass wir jetzt sehr viel Niederschlag auch hatten. Wenn der Boden nicht gerade gefroren ist, dann ist er richtig matschig und weich. Und wenn ich dann überall drauf rumtrete, dann laufe ich mir hier auch nur Abdrücke rein, Unebenheiten rein. Und aus dem Grund bin ich einfach dafür, ein bisschen abzuwarten mit dem Rasenmähen. Ich würde es tatsächlich erst frühestens Ende, oder sagen wir Mitte März vielleicht, wenn die Temperaturen schon wirklich gut waren. Ansonsten würde ich eher Ende März mit dem ersten Mal Rasenmähen anfangen. Und dann kommen wir zum zweiten Fehler, der häufig gemacht wird bei der Rasenpflege im Frühjahr. Da geht es um das Thema Düngen. Und hier kann man eigentlich sagen, es gibt hier zwei Fehler. Nämlich der eine ist der Zeitpunkt und der andere der falsche Dünger. Es ist nämlich wichtig, dass man gerade im Frühjahr für den Rasen auch den richtigen Dünger benutzt. Dazu kommen wir gleich. Erstmal kommen wir zum Zeitpunkt. Teilweise ist es tatsächlich schon so, dass der Rasen bei manchen Leuten im Februar gedüngt wird. Ich habe viele Nachrichten oder einige Nachrichten schon im Februar von euch zum Thema Rasendüngen bekommen. Wir haben auch Leute geschrieben, dass sie den Rasen dort schon gedüngt haben. Das ist natürlich wirklich zu früh, denn der Boden ist tatsächlich im Februar noch gefroren und der Rasen befindet sich nicht im Wachstum. Und was passiert, wenn ihr jetzt Dünger aufgebt auf eure Rasenfläche? Im Prinzip ist es auch so, dass wir sehr viel Niederschlag noch hatten und der Dünger kann im Prinzip gar nicht aufgenommen werden von dem Rasen, weil er aktuell halt noch nicht im Wachstum ist und somit weder Wasser noch Nährstoffe ordentlich aufnimmt oder auch noch nicht gar nicht so umsetzen kann. Das heißt, durch den vielen Niederschlag verregnet das einfach, sickert ein im Boden, sickert in tiefere Schichten, wo nachher der Rasen nicht rankommt. Das heißt, also der Dünger wird im Prinzip zum großen Teil einfach ausgespült und kann gar nicht mehr seine Wirkung voll entfalten, weil man einfach viel zu früh damit angefangen hat. Und zu dem Zeitpunkt, wo man ihn aufgibt, wenn der Boden gefroren ist, dann kann der Rasen ihn halt auch nicht aufnehmen. Das heißt, spart euch ein bisschen das Geld, verpulvert das nicht, weil ihr müsst auf jeden Fall dann nochmal zusätzlich düngen, weil die Düngung im Februar wird so gut wie gar keine Wirkung erzielen. Mit dem Düngen beim Rasen würde ich frühestens Mitte März anfangen, wenn ich einen etwas leichteren, sandigen Boden habe, denn der kann auch Nährstoffe nicht so gut speichern. Das heißt, die letzte Düngung ist dann schon lange genug her, sind dann auch tatsächlich keine Nährstoffe mehr im Boden und dann kann man bei einem leichten, sandigen Boden das Mitte März machen. Habt ihr aber so einen festen, lehmigen Boden eher, so einen schweren Boden, sage ich mal, dann könnt ihr auch noch bis April, Anfang April, vielleicht auch Mitte April abwarten, je nachdem wie der Rasen dann auch aussieht.
und dann könnt ihr da auch zur Rasendüngung kommen. Und der zweite Fehler, der bei der Düngung gemacht wird, es wird nicht darauf geachtet, was für ein Dünger genommen wird. Vielleicht hat man noch Herbstdünger über, streut den dann auf. Ein Herbstdünger ist in der Regel eher kaliumbetont. Das ist so eine Art Frostschutz für den Rasen, damit er gut durch den Winter kommt, damit die kalten Temperaturen ihn nicht so viel anhaben können. Im Frühjahr ist es allerdings wichtig, und ich habe hier so einen Dünger, den kann ich euch auch unten gerne mal in der Videobeschreibung verlinken. Den werde ich die nächsten Tage auf meiner Rasenfläche dann aufbringen. Ein bisschen warte ich noch aus den eben genannten Gründen. Aber der ist stickstoffhaltig. Der Rasen braucht jetzt in der Regel Stickstoff. Ihr könnt das auch häufig sehen, wenn der Rasen aus dem Winter kommt, dann hat man so ja, gelbe Rasenspitzen oder auch sehr viel Gelb mit dabei im Rasen. Ihr könnt es auch sehen, dass es hier an manchen Stellen immer mal so gelb durchschimmert. Das ist auf jeden Fall ein Stickstoffmangel und da hilft dann der richtige Dünger und da sollte man dann auch einen Dünger mit Stickstoff ausbringen. Wie gesagt, meinen verlinke ich euch unten mal in der Videobeschreibung. Wenn ihr Interesse habt, schaut es euch einfach gern mal an. Und dann kommen wir jetzt auch zum dritten Fehler, der bei der Rasenpflege im Frühjahr gemacht wird. Das betrifft das Vertikutieren. Auch hier wird häufig viel zu früh zum Vertikutierer gegriffen. Teilweise jetzt schon, wo der Boden gefroren ist. Und ja, was hat das für Folgen für den Rasen? Bei einem gefrorenen Boden reißt ihr auch mit Sicherheit einfach aufgrund der gefrorenen Oberfläche Rasen mit raus. Nicht nur Rasen, Filz und Moos, sondern auch Rasen. Es entstehen auch viel mehr Lücken und Löcher dann in der Rasenfläche und die wachsen definitiv nicht zu momentan, weil der Rasen ja aktuell nicht im Wachstum ist. Sollten auch größere Lücken in der Rasenfläche entstehen durchs Vertikutieren und ihr seht das nach, kann der Rasensamen aktuell auch noch nicht keimen, weil es auch dazu noch zu kalt ist. Und deshalb sollte man auf jeden Fall mit dem Vertikutieren noch abwarten. Wer jetzt seine Rasenfläche vertikutiert, macht sie im Prinzip nur kaputt und die Lücken, die entstehen, werden sich halt nicht mit Rasen verschließen, sondern höchstwahrscheinlich mit Moos oder anderen Unkräutern, weil die haben einfach eine Temperatur oder eine Wachstumstemperatur, die niedrig ist oder auch vielleicht eine Keimrate, die niedriger ist als die vom Rasen und somit wächst dann das nicht mehr schön mit Rasen zu und er gibt halt einfach kein schönes Rasenbild. Deshalb sollte man mit dem Vertikutieren auf jeden Fall abwarten, bis der Boden auch eine Temperatur so um die 15 Grad einfach hat, weil dann kann man auch problemlos einfach Rasen nachsehen oder kleinere Lücken wachsen auch allein wieder zu. Häufig ist das so Mitte April einfach der Fall, da kann man das machen, Mitte April, vielleicht Anfang Mai, je nachdem wie die Witterungen sind. Wenn wir mal wirklich ein richtig warmes Frühjahr haben, kann es auch schon mal Anfang April sein. Aber viel, viel früher würde ich mit dem Vertikutieren aus meiner Sicht her nicht anfangen. Ja, das war mal mein Fehler zu den drei häufig gemachten Pflegefehlern, die man hier im Frühjahr oder auch im Frühling bei der Rasenpflege machen kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vor allem auch weitergeholfen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Abonniert auch gern hier meinen YouTube-Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dann!